Und das eröffnet uns jetzt ganz... Ich vergesse jedes Mal, dass da Gegner sind. Das öffnet uns natürlich ganz neue Möglichkeiten. Ich werde auch so gleich ausprobieren. Wir können ins Wasser schwimmen. Ah, fühlt sich das nicht gut an? Einfach ein bisschen schwimmen, die Seele baumeln lassen, alles cool. So, und hier drüben haben wir einen, jetzt möchte ich schon sagen, einen Artikel. Aber es ist natürlich ein Heilkraut, ein Item, ein Artikel. Artikel wäre aber auch richtig eigentlich. Oder? Artikel? Artikel statt Item? Ich bin mir sicher, es ist richtig. So, ich glaube, in dem Raum gab es da auch was. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, tue ich nichts, ihr tut's mir nichts. Irgendwie halte ich nicht daran an die ich tue euch nichts, ihr tut's mir nichts Regel. Das finde ich sehr gemein. So, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, wir mussten ja zurück, oder? Hier gab es noch was, wo wir nur mit Wasser hängen. Okay, nee, jetzt sieht das komplett falsch aus. Nee, warte mal. Wo mussten wir jetzt hin? Jetzt bin ich verwirrt. Oder mussten wir... Hä? Wo mussten wir jetzt als nächstes hin? Ich sollte mich echt besser konzentrieren beim Zocken. Oh, danke. Das ist sehr nett von... Geh weg! Als wüsste er, dass ich hier rüber muss. Ja, bleib ruhig stehen. Zu spät. Nein, das war sogar... Ist ja unglaublich. Ich meine, das gibt's nicht. Die Range von der Bombe, die ist ja gleich mal null. Ich bin doch da mal raufgekommen oder bin ich jetzt bescheuert? Oder bin ich weiter links gesprungen? Also direkt da. Okay. Also wir werden auf jeden Fall durch das Level kommen, da bin ich überzeugt. Aber ob wir das Leben schaffen, das weiß ich nicht. Boah, an ihm vorbeigekommen. Genau hier mussten wir hin. Ah ja, okay. So, das war schon mal falsch. Ja, das ist blöd gewesen. Aber ich musste ihn auf jeden Fall schmeißen, um darauf zu kommen. Das war ich mir nämlich nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, das ist nur ein kleines Item, was wir da kriegen. Also nichts Besonderes. Oder es ist ein Schlüssel. Das kann natürlich auch sein. Oder vielleicht ein goldener Falke. Sagt nichts. Wenn ihr nichts sagt, bin ich eigentlich am glücklichsten. Jetzt erinnere ich mich auch wiederum, der Exit Let's Fail sich genannt hat. Weil er einfach in Alundra ultra schlecht war. Aber eigentlich war er in Alundra nicht ultra schlecht. Alundra ist einfach auch verdammt schwer. Da muss man auch fairerweise sagen. Ein Heilkraut, also nur ein kleines unwichtiges Item, allerdings. Wenn ich uns so die Lebensanzahl anschaue, ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass wir es haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ganz viele böse Viecher. Oh, oh ja, sehr schön. Diese Pflanze hier ist ein... Ist nichts. Ich dachte, es wäre ein Heilkraut. Habe ich jemals falsch gemacht? War mir sogar ziemlich sicher, dass es ein Heilkraut ist. Hätte ich vielleicht dieselben sollen? Jemals habe ich jetzt falsch gemacht. Das kann doch nicht so vorgewesen sein. Bin mir sicher, dass es ein Heilkraut war. Nein! Nein! Okay. Nein! Lasst mich in Frieden! Sterbt! Oh Gott, lasst mich in Frieden! Ah, er hat mir Leben gegeben. Jetzt läufst du weg, hä? Jetzt sind sie nämlich wieder, wo der
der goldene Falke war. Der war nämlich da drüben, glaube ich. Und zwar musste ich dazu dieses Fass hier hinschmeißen. Und dann darauf, dann darüber, die Plattform. Okay, ich laber schon wieder. Bullshit. Das ist der ganz normale Weg. Aber irgendwie so war das bei dem. Okay. Jetzt habe ich gedacht, das ist ein fucking Stein. Oh, das hat's gebracht. So. Hier ist bloß ein Schlüssel drin, aber den brauchen wir. Ich hoffe es zumindest, dass da ein Schlüssel drin war. Dann, sonst wüsste ich langsam nicht mehr, wie es weitergeht. Alles klar. Ach, die schmeiße ich jetzt. Das hat er natürlich jetzt überlebt, das ist so klar. So, danke. Ja, ich möchte eigentlich nichts dazu sagen. Ich möchte kein Statement abgeben. Ich möchte jedem danken, der sagt, okay, verstehe ich voll und ganz und unterstütze ich auch soweit. Okay, das ist der Schlüssel. Das ist schon mal die gute Nachricht. Und da unten ist der fucking goldene Falke. Okay. Jetzt hat er auch. Jetzt oder nee? Wir sind zu weit gesprungen. Herrgott, im fucking Himmel. Oh! Mann. Aber ich will ihn haben, deswegen werden wir... Ja, jetzt nochmal machen. Es ist extrem nervig, aber er wird uns halt doch viel bringen im Laufe der Zeit. Und aus dem Grund möchte ich mich hier schon mal im Voraus entschuldigen. Ah, Gott. Es sind nur 30 Kugeln. Ja, okay, jetzt richtet es mich eigentlich auf. Aber wir haben nur einen weiteren Versuch gebraucht, deswegen ist es okay. Au. Ich sah jetzt auch gar nicht die Chance, da heil vorbeizukommen, ehrlich zu sein. Wo war denn der scheiß goldene Falke? Das ist wirklich etwas im Spiel, wo mich jedes Mal wurmt. Weil ich mir wirklich immer überlege, wo kann der versteckt sein? Ich meine, im Notfall könnte man zu dieser Höhle zurückgehen, aber... Mann, die machen alles unglaublich viel Schaden. So, ich möchte hier ehrlich gesagt nicht nach unten. Echt kein Kommentar. So, ihr lasst mich durch. Das ist ja nett von euch. Macht die Tür auf. Meine Fresse, hey, wir sind hier echt kurz vorm Krepieren. Okay, was uns hier erwartet? Nicht Schönes, das kann ich euch schon mal versprechen. Gott, wo werfe ich denn hin? Nehm auf. So, wieder ein bisschen Leben, das ist okay. Und wichtig aktuell. Oh nein, ich entsinne mich. Oh Gott. Warten, wir haben die Zeit schon wieder verloren. Knarz. Oh Gott. Also, um es mal euch zu erklären, ist ein Zeitrennen. Wir haben nur die bestimmte Zeit von hier, da rechts, dann darüber, da durch und unten durch. Und wir haben es eigentlich schon wieder verkackt. Weil bei Alundra werden keine Fehler geduldet. So, wie wir sehen, wir haben es verkackt, aber wir probieren es einfach nochmal. Ich nehme jetzt auch mal wieder ein Heilkraut. Der Erker schon kapieren sind.
Au. Das war's wert. Wenn wir durchkommen, war es auch das wert. Okay, wir kommen nicht durch und können wieder ein Heilkraut fressen. Ein Gott, hey. Das sind so Sachen. Es ist halt einfach nicht einfach. Und als damals Sechsjähriger erst recht nicht. Ich glaube, da müsste ich einfach warten, um unbeschadet durchzukommen. Aber wir wollen nicht warten. Wir haben gar keine Zeit dafür. Na super. Na super. Boah, Gott, wir haben es geschafft und sind nur fast gestorben. Oh, 3 Heilkräuter. Vor allem, wir haben halt auch irgendwann mal so einen Endgegner und sowas, aber egal. Egal, wir sind super toll. Oh nein. Ich entsinne mich. Nein, das war voll falsch. Okay, wir dürfen nochmal. Aber auf das habe ich eigentlich schon gewartet, wenn ich ehrlich bin, auf dieses Level-Abschnitt. Ah, du musst jetzt nochmal aufkreuzen. Ja, einfach nur, um mich zu nerven. Ist ja nicht so, als müsste ich mich schon genügend konzentrieren. So. Okay, das war hier gar nicht zu machen. Das ist erst nur im nächsten zu machen und hier nur zum Üben. Auch nicht schlecht. Und auch du bist natürlich wieder zum Ärgern hergekommen. Eigentlich sehr nett von dir. Ah, Bombe, lauf weg, genau. Bessere Sache, bessere Idee. Komm, ich schmeiß dir eine scheiß Vase auf den Kopf. Leben! Ist hier hinten was versteckt eigentlich? Okay, es reicht, wenn ich dich richtig hier habe. Das gibt's ja nicht. Und... okay. Cool. Also, das ist halt mal voll fail. Weil wir brauchen diese Kugeln, um hier raufzukommen, weil nur mit dem hier. Das heißt, mit diesen Freundchen hier geht das leider nicht. Das reicht uns nicht ganz aus, ne, wie wir sehen. Und wir haben beide total verkackt, weil ich den einen so dämlich jetzt halt erwischt habe, dass wir es einfach mal wieder resetten dürfen, das ganze Level hier. Also den Raum. Ja, schön. So, du kannst nicht Treppen steigen, also bist du mir egal. Du allerdings kannst mich hier nerven, also... das gibt's ja nicht. Stirb! Stirb grausam! Okay. So, so muss das hinhauen. Du bist mir dadurch egal. Einfach mal entschärfen hier. Ja, und der fliegt natürlich jetzt auch perfekt. So, manchmal glaube ich schon, es hackt. So, wird ein Schuh draus. Und was erwartet uns hier? Ein paar Schildkröten? Nein, diesmal sind Steine. Ein nicht sehbarer Gang. Okay. Gefängnis. Was haben wir hier unten? Ein Speicherpunkt. Etwas, wofür wir einen Schlüssel brauchen. Ich glaube, hier unten ging es zum Endboss. Wir sind voller Leben, speichern will ich jetzt nicht.